Hey Freunde, weiter geht's mit Gray. Yeah. Und im letzten Part haben wir unter anderem German Let's Fails kleine Kammer besucht. Und dort haben wir gesehen, wie er aufnimmt. Und das hat er auch gesehen. Und mein Video kommentiert und sich gefragt, wie ich da hingekommen bin. Das fragst du dich wirklich. Hast du dich aber auch schon gefragt, woher das Riesenloch hinter deinem Schrank kommt? Hä? Da habe ich mich durchgebuddelt. Nur mit einem Löffel. Von Bremen aus zu deinem Ort, wo du wohnst. Ich weiß nicht wo. Ich habe einfach gebuddelt und auf gut Glück. Ich kam auch bei anderen Leuten raus. Habe unter anderem verstörende Bilder gesehen. Tut mir leid an die, wo ich aus Versehen reingeplatzt bin. Wo ihr egal, ja. So, und ja, was haben wir im letzten Part gemacht? Es ist schon wieder eine Woche her, glaube ich, wo ich das letzte Mal gezockt habe. Und ich weiß noch, dass wir einen Code brauchen. Wir brauchen einen Code. Wir brauchen einen Code. Wo ist hier eine Toilette? Steht hier Code. Toilette. Ich bin so witzig. So, was gibt es hier? Was gibt's hier? Kann ich nicht kaputt machen? Ah, ich muss mich wieder finden. Aha, da geht's nicht weiter. Ja, da oben war der, genau. Da oben war der dämliche Code. Da musste ich den Code eingeben. Aber ich habe keine Ahnung, was der Code ist. 5298. Na, ich kann ja auf... Ich kann keine Memos öffnen? Ja, leck mich doch am Arsch, du. Dann begehe ich jetzt Selbstmord. Oh, ich dachte schon, ich falle jetzt wirklich. Ich wollte gar nicht springen. Ja, Musik. Nerv ruhig weiter. So, wo kommen wir jetzt noch... Wo kommen wir denn jetzt noch lang? Das ist eine sehr gute... Okay, ich glaube... In diesen Raum wollte ich, oder? Genau hierhin wollte ich. Yep. Ich glaube, hier gibt es irgendwo Codes. Vielleicht 1, 2 Körperteile? 3 Körperteile? Doch, ich weiß es doch nicht. Ist hier hinter vielleicht irgendetwas? Ist da dein Füßchen etwas? Oh, die bewegen sich auch noch. Oh, ist das nicht gut. Das ist gar nicht gut, ey. Das geht gar nicht. Und die zu kitzeln wäre, glaube ich, keine gute Idee. Das wäre keine gute Idee, Franzisch. Aber Franzisch würde jetzt wissen, was zu tun ist. Im Gegensatz zu mir. Aha. Guck mal, hier können wir so lang, ne? Das ist cool. Okay, von da kamen wir. Richtig geil. Richtig geil. So, aber... Tür, du blöde Kuh, Bitch, yo. Da wollen wir nicht lang. Erstmal gucken wir ganz kurz, was es hier so gibt. Aha, hier haben wir gestartet. Alles klar. Da geht's nicht weiter. Ich brauche einen scheiß dämlichen Code. Aber wo finden wir den? Ah, Kacke. Wahrscheinlich ist das so offensichtlich. Ah, Bäuerchen, eben Bäuerchen gemacht. So. Aha. Schade, dass ich die Notiz nicht öffnen kann. Das ist jetzt irgendwie ziemlich beschissen. Ach, diesen Stuhl, den haben wir letztens im Fach gehabt. Fragt nicht, was es wäre ist. Ich habe genau wie alle anderen geschlafen. So. Es hat was hier mit. Hier. Manu, komm schon. Hilf mir. Was soll ich? Wo ist der Code? Wo hast du den Code versteckt? Wo hast du den Code versteckt? Wir müssen wie ein German Let's Fail denken. German Let's Fail? German Let's Fail. Wie viele Masken haben wir denn? Will ich nicht nachzählen, bringt bestimmt nichts. Ah, Mann. Wo könnte der Code sein? Wo könnte er sein? Ist er hier? Oder vielleicht auch hier? Ich bin verwirrt, ich bin sowas von verwirrt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich könnte beim CD reingucken. Ja, beim CD könnte ich reingucken und dann... wüsste ich den Code. Hat er es durchgespielt, CD? Ich hoffe es. Aber nein, wir müssen ihn selber finden. Und sowas gehört nun mal dazu, zum Spielen. Einfach mal... suchen. Vielleicht finden wir was. Ist zwar langweilig für den einen oder anderen, weil nichts Gruseliges passiert, aber... So ist es nun mal.
Oh, hier geht's wieder hoch. Mann. Hier, an der Decke. Nichts. Nichts, 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 nichts. Da auch nichts. Nee, ich habe keine Zahlen erkannt. Von wo kam ich jetzt? Von da, ne? Ja, hier ist das hier. Ja, super, duper, ey. Po, ey, was ist los? Na, hier steht 3404. Ist das der Code? 3404? Das ist doch nicht der Code, oder? Da! Huh! 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 Wow, ich hatte einen kleinen Schocker. Falls ihr es nicht bemerkt habt. Scheiße, wo kam der denn her? Spawnt der einfach so? Einfach so zur Unterhaltung, damit es nicht zu langweilig wird. Lass mich da durch. Ich weiß nicht, wo der Code sein soll. Oh. Warum kam der denn? Wo kam der denn her hier? Das Ding. Auch nichts. Nichts. Das kam von hier hinten, ne? Voll das Mistvieh. Ja, hm. Aha. Na gut, ich kann jetzt nachschauen, was ich machen soll, aber das ist... Ja, okay, ja. Das ist toll. Das ist toll, dass ich das jetzt weiß. Super, das bringt mich. Da waren wir schon 1000 Mal drin. Um nochmal nachzusehen. Da oben auf dem Schrank, nein. Steht hier irgendwie ein Code. Der ist bestimmt wieder mit Graffiti irgendwo angesprüht. Da ist ein Kreuz. Seht ihr das? Nein? Och Mann. Ja, tut mir leid, dass ich euch jetzt nicht zeigen kann. Ich brech's einfach ab, das LP. Nee, so noch so schlimm wie in... Na, sag an. Cry 4 ist es nun doch nicht. In Cry 4 habe ich ja verzweifelt stundenlang nach Wegen gesucht. Ach super, meine Taschenlampe fackelt schon. Das ist beruhigend. Das ist super. Ja, was war der Code? 3404? Ja. Ach Mann. Der Code. Ich weiß nicht, wo der Code ist. Ja, ich mache einen kleinen Schnitt und schau mal irgendwie in der Lösung oder so nach. Ich will jetzt nicht stundenlang hier suchen, das ist doch Mist. Und ich will dann über meine eigene Dummheit lachen, wenn ich dann gleich sehe, wo der Code eigentlich ist. Bis gleich. Hey Freunde, ich habe beim CD jetzt ganz kurz reingeschnuppert und etwas gesehen, was ich nicht gesehen habe. Moment, jetzt muss ich erstmal den Ort finden. Und ich habe gemerkt, dass der CD auch ziemlich am Arsch ist, ja? Also viel Muni hat er da nicht, ja? Das Spiel hat ihn richtig mitgenommen. Ja, bei uns sieht's ja zum Glück besser aus. Aber das liegt natürlich daran, weil, ja, hier ist es. Doch, hier, guck mal, man kann das anvisieren. Und hier Light Control. Oh, hier kann man jetzt irgendetwas machen. Dann habe ich nicht weitergeguckt. Ach, du Scheiße. Aha. 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 Ah.
Ach so, ich muss ihn nach der Reihe anmachen. Eins und dann zwei. Ach so, jetzt kommt hier sogar ein kleines Spielchen mit rein. Aha. Ja, das war falsch. Moment, vier. So, dann darüber, dann. Ja, hab ich doch geklickt. Hab ich doch gemacht, ey. So, dann darüber und dann kommt das Würmchen hier raus. Die sechs ist dann das hier und die sieben flüchtet hierhin. Ich hab's doch jetzt aktiviert, oder? Okay, gut. Ich dachte, ich hab's gerade abgebrochen. Und muss ich hier jetzt was machen? Nicht, dass wir hier jetzt wieder was übersehen. Was klitzekleines. Oh, jetzt sind wahrscheinlich wieder Monster da. Wir schnappen uns die Schrotflinte. Ja, Schrotflinten liebe ich. Zack, zack. So. Alles klar. Ist die Tür jetzt oben offen? Nein. Was hat sich dann geöffnet? Was hat sich dann geöffnet? Hm. Ah, vielleicht hier. Okay, ich dachte, hier wäre eine Tür. Was hat sich nun... Au! Yeah! Der taucht einfach so randomly auf. Ratte. Kann ich jetzt da durch? Hopsi, hopsi. I hope I can find where they move the files to. Auf jeden Fall. Du wirst deine Antworten finden. Alles wird gut. Danke. Angsteinflößende Stimme, die sehr vertrauenserweckend wirkt. Gut. Oh, diese Erkältung nervt einfach. Werde ich sauer und muss Kisten. Ah! Haha, daneben. Ja, komm schon, komm schon. Okay, wir müssen Munition. Etwas Munition müssen wir sparen. Die können wir ja wieder aufheben, oder? Hey. 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 Okay, alles cool. Alles cool, ey. Da ist nichts drin. Ah, wieder nichts drin. Komm schon, gib mir Muni. Oder ein bisschen Heilung. Damit wir wieder voll sind, wieder dicht sind. Okay, welche Waffen haben wir noch? Die Pistole. Den Bohrer, den sparen wir auf. Wir nehmen mal diesen Knüppelstock hier. Und die Schrotflinte, genau. Das ist gut. Oh nein. Jetzt geht's wieder los hier. Kommt da gleich wieder jemand raus? I'm sorry. Es tut mir leid. I had to do it. Ich musste es tun. Was denn? My little Anita. No. Was denn? No. 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 Shh, darling, darling. You're safe now. You're safe now. You're safe. You're safe. Du bist sicher. Alles wird gut. Playtime, excluding reloading. 185 Minuten und 21. Oh Mann! Ich wollte 20 Sekunden brauchen. 9 Memos found, damage taken 500 C. Damage healed, bullet fired, no melee swings. Okay, drill usage. 42, ah, ist nicht gut. Score 3644. Wie viel hat denn der Sedi erreicht? Das würde mich interessieren. Wäre mal besser von uns, ne? Das war jetzt das Ende? Was hat das jetzt zu. Hä? Okay, muss man jetzt irgendwie interpretieren jetzt. Was ist denn passiert? Wir sind anscheinend voller Psycho. Und mir würde jetzt spontan einfallen, also zum Ende. Zum Ende? Zum Ende. Wir wurden in die Psychiatrie gepackt und haben das alles geträumt. Simpel, scheiße, aber vielleicht ist es ja so. Habt ihr eine Idee? Habt ihr eine Vermutung? Oder habt ihr sogar die Lösung? Hä? Habt ihr es irgendwo nachgelesen, was das zu bedeuten hat? Naja gut, das war Gray. Hat Spaß gemacht, ja. Ja. Mal wieder sich wehren zu können, ist auch super. Und ja. Dann war's das jetzt. Ich schau mal, was wir als nächstes Let's Playen werden. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.